Die Verkehrsentwicklung in der jüngeren Vergangenheit zeigt eine überproportionale Zunahme, insbesondere des Schwerverkehrs und dabei besonders auf den Hauptstrecken. Aus diesem Grunde wurden die normativen Lastansätze für den Brückenneubau mehrfach angepasst und entsprechend verschärft. Dabei wurden die Modelle unter Einbeziehung auch zukünftiger Entwicklungen an Strecken mit extremem Verkehr kalibriert. Rechnet man nun die bestehenden Brücken mit diesem Modell nach, so ergeben sich teilweise erhebliche rechnerische Defizite für relevante Nachweise. Solche Verkehrslastansätze sind in Normen und Regelwerken vorgegeben und die sollen auch möglichst einfach in der Praxisanwendung sein. Deswegen versucht man, diese Modelle auch so zu definieren, dass sie möglichst allgemeingültig sind. Das bedeutet, man kalibriert dieses Lastmodell so, dass es für alle möglichen Brückentragwerke die Beanspruchung aus extremsten Verkehrscharakteristika eben abdecken kann. Im Umkehrschluss bedeutet es, wenn wir jetzt auf ein konkretes Brückentragwerk gehen, dass wir da eben für dieses konkrete Bauwerk gewisse Reserven haben. Und diese Reserven ist genau das, was wir versuchen zu nutzen durch genauere Untersuchungsmethoden. Für so ein konkretes Bauwerk einen objektbezogenen Verkehrslastansatz zu entwickeln, haben wir prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten. Also wir können entweder die Verkehrsbeanspruchung am Bauwerk direkt messen oder wir können das Ganze mittels numerischer Simulationen untersuchen. Die Gensdorf-Brücke ist ein historisches Brückenbauwerk, das die Städte Ulm und Neu-Ulm über die Donau verbindet. Im ersten Schritt haben wir die Aufgabe gehabt, die aktuelle Situation zu bewerten, das heißt das Bauwerk mit der Teilsperrung, hier eine möglichst detailgetreue Bewertung der Verkehrsbeanspruchung vorzunehmen. Wir haben hier zum einen eigene Verkehrsmessungen durchgeführt. Das hat uns als Grundlage gedient für die Verkehrssimulationen, die wir dann durchgeführt haben, für diese Bewertungen. Und zusätzlich haben wir auch vom Auftraggeber der Stadt Ulm Messdaten zur Verfügung gestellt bekommen. Und aus der Kombination von diesen beiden Methoden konnten wir dann eben einen Lastansatz verifizieren, der jetzt günstiger ist als das, was die Regelwerke eigentlich vorschreiben würden. In einem zweiten Schritt sollten wir dann ein zukünftiges Verkehrsszenario untersuchen. Hierbei ging es um eine Situation, die während eines Ersatzneubaus von dem Bauwerk auftreten könnte, dass eben ein Teil des Bauwerks abgebrochen wird und über den anderen Teil der komplette Verkehr geführt wird. Hier haben wir die numerischen Verkehrssimulationen verwendet und konnten auch hier einen Lastansatz nachweisen, der günstiger ist, als was die Regelwerke aktuell vorgeben würden. Weiterhin untersuchen wir auch Autobahnbrücken. Autobahnen sind deswegen auch von Interesse, weil sie eine andere Verkehrscharakteristik wie normale Stadtstraßen oder Stadtbrücken besitzen. An der Autobahnstrecke A92 haben wir theoretische Untersuchungen durchgeführt. Und das Ziel ist es hierbei, das Potenzial von verschiedenen Bauwerkstypen für einen modifizierten Verkehrslastansatz zu ermitteln. Anhand der theoretischen Untersuchungen haben wir dann ein Bauwerk ausgewählt, an dem wir das Monitoring durchgeführt haben. Damit konnten wir die zuvor gemachten theoretischen Simulationen mit den realen Messungen vergleichen. Das Besondere an dieser Brücke ist, dass wir verschiedene Baustellenphasen aufgenommen haben. Das ist deswegen von Interesse, weil wir verschiedene Verkehrsszenarien somit untersuchen. Dies spielt deswegen eine Rolle, weil wir während der Baustellenphase zum Teil ein Extremszenario haben, bei dem zwei Fahrtrichtungen über einen Überbau geführt werden. Letztendlich können wir anhand von einem intelligenten Sensorlayout nicht nur die Beanspruchung des Bauwerks erfassen, sondern auch einzelne Fahrzeuge detektieren, sowie auch die zugehörigen Eigenschaften dieser Fahrzeuge. Das Thema besitzt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit eine sehr hohe Relevanz. Daher pflegen wir auch vielfältige internationale Kooperationen, unter anderem mit Südafrika, mit Frankreich. Und derzeit konnten wir beispielsweise mit unseren französischen Partnern aus den Messergebnissen am Millau-Viadukt die Verkehrslastmodelle für dieses Bauwerk analysieren. Das Verfahren bietet sich einerseits dazu an, um bei der Brückennachrechnung bauliche oder verkehrliche Maßnahmen auf die Brücken zu konzentrieren, die tatsächliche und nicht nur rechnerische Probleme aufweisen. Andererseits hat man mit Blick auf eine optimale Entscheidungsfindung bei verkehrstechnischen Entwicklungsfragen
ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, um auch zukünftige Mobilitätskonzepte, sei es Platooning, neuartige Fahrzeuge oder auch autonomes Fahren, insgesamt zu bewerten.